So, herzlich willkommen. Die Hauptsache ist jetzt, dass du dich weiter darauf konzentrierst, hier rauszukommen. Das ist die richtige Einstellung. Einfach weitermachen. Freut mich, dass es dir besser geht. Nehmen wir das. Oh. Ein bisschen, um ehrlich zu sein, ich habe auch keine große Wahl. Ich erlebe eine Achterbahn der Gefühle. Ich war super sauer, total betäubt, alles scheißegal. Dann kam eine philosophische Phase. Und jetzt habe ich aber nur noch höllisch Angst. Meine Hormone spielen völlig verrückt. Du hast einige wichtige Dinge in diesem Raum gefunden. Erkunde ihn noch ein bisschen weiter. Hey, du bist auch nur ein Mensch und steckst in einer furchterregenden Situation. Das ist ganz normal, Angst zu haben. Okay, jetzt weiter darüber zu labern. Wir erkunden jetzt den Raum weiter. Ist die ganze Zeit da zu sitzen und nur, du brauchst keine Angst und dies und das. Der muss jetzt auch mal weiterkommen. Die Zeit läuft uns ja wirklich davon. Habe ich schon und nicht groß was gefunden. Hinter den Vorhängen ist ein verbarrikadiertes Fenster. Natürlich. Die anderen Bücher deuten auf nichts Besonderes hin. Außer auf erhebliche religiöse Verwirrung. Ach so, das ist natürlich, habe ich jetzt gerade falsch, betont. Ich habe jetzt gedacht danach, ich weiß ja nie, was du danach noch schreibst. Da habe ich gedacht, natürlich. Und ich habe dazu kein, weiß nicht, Brecheisen gefunden oder keine Ahnung. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas ganz anderes. Die Regale sind wie Indien. Alle Religionen der Welt versammelt an einem Ort. Ich habe bemerkt, dass sie ein großes Unendlichkeitssymbol formen. Oder eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, was wohl dasselbe ist. Das war also auch nicht ergiebig. Sonderbar. Mir bereitet das ein ungutes Gefühl. Hast du was gesehen? Was ist passiert? Wenn man sich schwach fühlt, dann führt das normalerweise zu Unwohlsein. Vielleicht bist du ja nur hungrig. Ich habe nichts gesehen. Noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall etwas gehört. Erst nur ein schwaches Summen. Aber es schwillt jetzt an. Ich gucke überall. Aber ich finde einfach nicht raus, wo es kommt. Es scheint von überall herzukommen. Ich werde das mal checken. Alter, wieso ist denn das Kapitel jetzt wieder so extrem kurz? Okay, ja, die meisten haben auch gesagt, schön, dass es dir besser geht. Mr. Mrs. Sonniges Gemüt müssen wissen, dass der Gedanke, ihre positiven Schwingungen hätten die Macht, den Lauf des ganzen Universums zu verändern, nicht zu 100% von der Wissenschaft bestätigt ist. ja gut, dann machen wir jetzt in der Folge, gucken wir mal das nächste Kapitel natürlich. Kapitel 9. Sister. Ich weiß leider nicht, wie viele Kapitel das hat, ne? Ich habe auch schon geguckt gehabt in den Errungenschaften, aber da kriegt man nicht für Kapitel irgendwie was in der Errungenschaft. Wow, Mann. Da, wo ich herkam, glaubte ich nicht, dass Elvis am Leben ist oder der Mensch auf dem Mond war, aber jetzt würde ich einfach alles glauben. Ich habe krassen Scheiß hier gesehen, dass ich immer noch zu verarbeiten versuche. Ich will nicht grob klingen oder so, aber bist du nicht da ein bisschen paranoid? Mann, du hast mich ganz schön beunruhigt. Bist du okay? Definiere okay.
Ich bin immer noch einem Stück, nachdem ich mit jeder Menge Heuschrecken gerungen habe. Nach dem Alten Testament bringen sie Zerstörung, Verwüstung und Bestrafung. In mittelalterlichen Zeiten symbolisierten sie die Qual und Zerstörung der Seele. Heute repräsentieren sie eine exzellente Proteinquelle und sind mit Honig super lecker. Die nicht besonders glücklich über meine Anwesenheit waren. Ich weiß also nicht wirklich, ob ich okay bin oder vollkommen unzurechnungsfähig. Als Psychologe sollte ich sowas nicht sagen, mein Fehler. ja, sollte sich eigentlich ganz gut selbst analysieren können auch, ne? Wie auch immer, in dem Moment, als sie weg waren, ist mir was aufgegangen. Ich hatte an harmlose Grashüpfer gedacht, bist du verletzt? Das ist ganz schön heftig, ich traue mich kaum zu fragen, was du als nächstes erblickt hast. Ich sah, wie sie sich Richtung Kamin verzogen und dann plötzlich verschwanden. Ich glaube, ich sollte ihnen folgen. Da muss es einen Weg nach draußen geben. Oder vielleicht auch nur eine muffige, spinnwebenverhangene Höhle. In beiden Fällen könnte das mein Weg nach draußen sein. Oder mich direkt zurück in die Gefahr schicken. Weißt du, das ist einfach unser übliches Dilemma. Wenn ich an diesem Ort eine neue Spur finde, soll ich ihr dann folgen? Schwierig, schwierig, schwierig. Naja, aber wenn wir hier drin bleiben, verrecken wir ja auf jeden Fall irgendwann, weil wir haben hier kein Essen, kein Trinken bis jetzt. Warum ignorierst du sie nicht einfach und gehst den anderen Weg? Es könnte gefährlich sein. Welchen anderen Weg jetzt genau? Ich verstehe mich gerade selber nicht. Da gehen wirklich ein paar abgefahrene Sachen ab. Bist du dir sicher, dass sie real sind? Ja, okay, das, da bin ich bis jetzt tatsächlich einfach von ausgegangen. Warum ignorierst du denn jetzt den anderen Weg? Boah, ich will beides nicht antworten. Ich finde beides jetzt nicht so dolle. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er schon Halluzinationen hat. Ich möchte aber auch nicht, dass er einen anderen Weg geht. Ich möchte eigentlich, dass er diesen Weg geht. Warum kann ich jetzt das nicht auswählen? Das finde ich jetzt ein bisschen schade gerade. Ja, du hast recht. Andererseits, es gibt keinen anderen Ort, an den ich gehen könnte. Ja, deswegen verstehe ich meine Antwort ja selber nicht. Diese Krabbler da nach draußen kommen, dann wird das für mich auch funktionieren. Klar, weil wir auch genau die gleiche Größe haben wie eine Heuschrecke, funktioniert das. Aber weißt du, ich will wirklich deine Meinung hören. Du bist der, der meine Stimmung hebt. Ey, gleich fangen wir hier noch Liebesbeziehung mit ihm an. Und ich brauche wirklich deine Aufrichtigkeit und Hilfe. Was sagst du also? Die Entscheidung liegt bei dir. Sieht es sicher aus? Du musst weitermachen, aber sei extrem vorsichtig. No, Herzchen. Kollege? Ich bin nur ein Kollege. Okay. Friendzone. Sicherheit ist mir immer wichtig. Mir ist Risiko derart zuwider, dass ich USB-Sticks immer sicher entferne. Okay, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ihr habt die dann immer einfach rausgezogen. Und den Sicherheitshinweisen der Flugbegleiterin zuhöre, und zwar jedes Mal. Ich war früher so abenteuerlich wie Gernose Traum. Was ist das denn für ein Vergleich? Entschuldigung. Und sieh mich jetzt an. Langweilig, aber kühn. Wünsch mir Glück. Langweilig, aber kühn. Ich bin gespannt, wie der da jetzt hochklettern will, ne? Ach so. Hä, wo läuft der denn da seitlich hin? Ist doch ein Kamin, oder nicht? Der geht doch nach oben. Okay, schneide ich jetzt nicht, aber egal.
Die Musik ist voll schön. Aber die ist gerade ein bisschen zu schön, weil ich jetzt doch langsam müde werde. Ah, zumindest mal ein Fenster, aus dem wir rausgucken können. Hey, Duchesne, bist du da? Im Kamin gab es wirklich eine verborgene Tür. Und eine Treppe gen Himmel, so dachte ich zumindest. Aber da ist nur ein düsterer Dachboden. Er ist zugestellt mit verschrammten Kisten voller verlorener Schätze. Von alten Schallplatten bis zu kleinen hölzernen Booten. Ohne sich zu bewegen, kommt man spirituell nicht voran. Die Reise erfordert ein stabiles und beständiges Vehikel. Alle unsere Sinne führen und helfen uns beim Kampf gegen Wind und Gezeiten. Manchmal angebunden, manchmal treibend, gegen oder mit dem Strom. Die Reise des Lebens, die am selben Ort beginnt und endet. Die meiste Zeit ist es ein einsamer Trip. Oh, wie traurig. Ja, man nicht einsam sein. Das ist wie ein Elefantenfriedhof, auf den Erinnerungen leise sterben, wenn sie ihren emotionalen Wert einmal verloren haben. Aus den Augen, aus den Sinnen. Der Dachboden hatte Nostalgika in dir hervorgebracht. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Wir reden hier von verschrammten Kisten voller Hinweise, die wir ans Tageslicht bringen müssen. Ja, der soll jetzt auch hier nicht schwelgen in, keine Ahnung. Aber... nehmen wir das. Nostalgie, diese unmögliche Reise in die Vergangenheit. Keine Sorge, das war nur ein Gedanke. Dahin werde ich nicht mehr gehen. Das ist nicht gut für mich. Lass mich hier drüben mal ein bisschen herumsuchen. Denn dieser Ort schreit danach, dass sich überall Hinweise befinden. Und das nächste Rätsel. Das finde ich echt ganz cool, dass man hier nicht nur chattet, sondern echt auch so kleine Mini-Rätsel hat. Finde ich mega süß, wenn ich das mal so sagen darf. Muss die Shane mal kurz überlegen. Entschuldigung. Dauert gerade ein bisschen. Scheiße. Ah, ich hatte es schon fast, ne? So, Entschuldigung. So wollte ich. Bin mich gerade an einer Stelle irgendwie verhaspelt. Ich bin da auf was gestoßen, als ich mich durch den Kram gewühlt habe.
Eine Kiste in einer Kiste in einer weiteren Kiste. Sowas wie eine Matroschka. Aber diese kleine Kiste ist verschlossen. Versteck, Geheimnisse, Enttäuschung? Vielleicht nur etwas Wertvolles oder Abscheuliches, das zur rechten Zeit freigesetzt werden soll. Vielleicht auch gar nichts. Mit so einer Art Kryptex-Schloss. Nur noch ein weiteres Luftschloss. Fuck. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ich weiß, diese alten Dielen knarren, als befände ich mich in einem viktorianischen Pfarrhaus. Aber wenn das nicht eine riesige Maus ist, dann glaube ich fast, dass ich nicht alleine bin. Ich fühle mich gerade ziemlich unbehaglich. Ich glaube, ich sehe etwas in einer dunklen Ecke des Dachbodens. So etwas wie die Silhouette eines Menschen. Aber da bewegt sich nichts. Ich muss näher ran. Und ich nehme die Waffe mit. Bete für mich, falls ich nicht zurückkomme. Das ist so spannend. Ich find's wirklich gut. Ich find's wirklich, wirklich gut. Ist aber sehr nah dran, ne? Bitte hört zu. Die Vergangenheit bewahrt uns vor der Wahrheit und dem Schmerz gegenwärtiger Realität. Sie war erstaunlich, ist unwiderruflich und wird immer besser sein als heute. Selbst wenn deine Erinnerungen verfälscht sind und du einfach nur gerne diese großen Fantasien in deinem Kopf entwirfst. So, jetzt drücke ich nicht wieder aus Versehen drauf und beende diese Folge und sag bis zur nächsten.